Ich möchte euch erstmal alle begrüßen zu diesem Lightning Talk im Bereich Qualität von Open Educational Resources in die Schule. Mein Name ist Lubna Ali und arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der RWTH Aachen. Wir haben an der RWTH Aachen ein Modell, der wer, was, wie heißt. Ja, das Thema Qualität ist eine der größten Herausforderungen im Bereich Open Educational Resources, da in diesem Zusammenhang nicht klar ist, was die Qualität ist, was damit gemeint ist, wer darf Qualität bewerten, was sind gute Ressourcen, was sind schlechte Ressourcen. Also viele Fragen, viele offene Fragen rund um das Thema Qualität. Manche Open Educational Resources Portale nutzen schon einige Kriterien als Indikator für das Thema Qualität. Zum Beispiel bei OER Commons sieht man Sterne als Indikator für das Qualität. Und bei Zelo zum Beispiel kann man Kommentare schreiben, ja, als Feedback für die Qualität des Materials. Und bei zum Kunden zum Beispiel die Zahl der Abrufe der Seite dienen als Indikator für die Qualität oder die Anzahl der Bearbeitungen der Seite. Die Frage ist jetzt, wer darf und wie Qualität bewerten? Um diese Frage zu beantworten, haben wir ein Modell im Rahmen des Projektes mit den Studierenden der Fachdidaktik der Informatik an der RWTH entwickelt. Wir haben versucht, mit den Studierenden alle möglichen Angaben für die drei Wiese-Fragen aufzulisten. Wer, was und wie. Dann haben die Studierenden die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Blöcken aufgezeichnet und vorgeschlagen. Zum Beispiel, laut diesem Modell konnten die Lehrkräfte zum Beispiel die Anpassbarkeit durch lackierte Skala bewerten. Als zweites Beispiel, Die Fachdidaktiker zum Beispiel konnten die Fachlichkeit des Materials durch Kommentare schreiben bewerten. Lernende laut diesem Modell können die Verständlichkeit durch auch Likert-Skala bewerten. Ja, das war unser Modell. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und für weitere Fragen stehen wir gerne, René und ich, zur Verfügung oder um ein Feedback rund um das Modell. Vielen Dank.